Hallo, liebe Leute, hier ist euer Forhis82 mit einem neuen Video vom Lego-Wahnsinn. Ja, und letztes Mal gab es den Rebellen-Scout-Speeder und heute geht es dann gleich weiter mit etwas mit der bösen Macht, mit der dunklen Macht von Star Wars, und zwar die 7957, und zwar den Sith Knight Speeder heißt dieses Teil. Und ja, das bauen wir auch mal ganz fix zusammen. Auch da habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber es ging auch trotzdem noch schnell von der Hand, da man hier auch einige schöne Teile gefunden hat, wo eigentlich recht gut zu sehen waren, dass er dazu gehört. Und deswegen ging es trotzdem ungefähr eine bis anderthalb Stunden, habe ich auf jeden Fall dafür gebraucht. Und ja, jetzt fahren wir mal los und bis gleich nach dem Zusammenbau. Viel Spaß mit dem Video.
Und da ist er auch schon. Ja, ich habe da ein bisschen mich verzettelt, denn ich hätte es einfach bloß gleich zweimal bauen müssen, dieses Teil hier. Ja, ist leider jetzt nicht so ganz schnell gewesen, das Video, ganz ehrlich. Aber das Ding schaut auch richtig cool aus. Leider fehlt hier eben die ganze Verzierung, die ganzen Aufkleber fehlen hier leider, was ich sehr schade finde, denn dann hätte das ganze Teil ein bisschen cool ausgesehen. Aber auch so schaut es schon ganz gut aus. Natürlich, die Männchen finde ich natürlich auch immer wieder, aber wie gesagt, ich bin ja kein großer Freund von diesen ganzen Männchen zusammensuchen und es ist auch sehr nervig, glaube ich, auch die Dinger dazu zu finden. Ja, auch das Teil auch richtig toll. Unten in der Videobeschreibung wieder der Kauflink, wie immer. Und ja, das war auch wieder das Modell vom Sis Nightspeeder. Und ja, das war's. Bis dann, tschüss mit Ü und Beep.